liebe Freunde des Skisports, hier ist Rita Raupe und heute sehen wir das Finale im Skispringen. Nein, man muss schon sagen, im Skifliegen. Zuerst kommt das Nilpferd an die Reihe. Jeder hält den Atem an, als es lossaust. Beachten Sie den Sturzhelm. Auf dieser Rampe werden bis zu 100 Stundenkilometer erreicht. Ja, das Nilpferd saust wie eine Rakete in den blauen Himmel. Immer höher, immer weiter und wie ein Stück Blei fällt es herunter. Das war eine unglückliche Landung, 76 Meter weit, aber soeben wird gemessen 4,33 Meter tief. Naja, da kommt der Dickhäuter aus Holland, der die Piste sehr schwer belastet. Aber er springt kraftvoll ab. Oh, und macht schöne Pirouetten. Oh, das war nicht besonders weit, aber das war sehr, sehr tief. Das könnte neuer Rekord sein. 14,25 Meter tief. Donnerwetter. Und nun kommt Willi Wahl aus Kapstadt. Willi Wahl, den das Publikum liebt und der von der Natur eine elegante Stromlinienform mitgekriegt hat, die ihm bei diesem Wettbewerb natürlich nützt. Ja, da sehen wir einen wunderbaren Sprung. Wir sehen einen Flug. Willi fliegt in den Himmel. Ja, wo will er denn hin? Alles verdunkelt sich. Die Verbindung aus dem Stadion wurde soeben leider unterbrochen. Nein, sie wurde soeben leider wiederhergestellt. Oh. Und hier ist Rita Raupe. Die Messungen haben ergeben, dass Willi Wahl aus Kapstadt 65 Meter weit und etwa 67 Meter tief gesprungen ist. Und dabei hat er das Stadion und das Siegerpodest zu Bruch gewalzt und leider auch mein Bein. Tja, Sie sehen es, von Willi ein Stips und alles in Gips. Ich gebe zurück ins Studio.